Okay, machen wir weiter im Programm. Also, in einigen Wochen ist es soweit und der Vorschlag des Berliner Energietisch steht zur Abstimmung. Wir sind momentan einigermaßen genervt vom Berliner Senat, vor allem in Person von Frank Henkel, der durchgesetzt hat, dass die Wahl nicht gleichzeitig zur Bundestagswahl stattfinden konnte. Damit wäre recht sicher gewesen, dass wir die erforderliche Mindestwahlzustimmung von 25% aller Wahlberechtigten erreichen. Die regierenden Parteien wollen eben nicht, dass die Menschen über ihre Lebensbedingungen mitentscheiden. Nun findet der Volksentscheid am 3. November statt. Und wir müssen mindestens 625.000 Menschen in dieser Stadt dazu bewegen, für die Rekommunalisierung der Stromnetze und die Gründung unseres Stadtwerks zu stimmen. Helft uns gern, in den letzten Wochen für den Volksentscheid zu mobilisieren. Erzählt es all euren Freunden und Freundinnen, schreibt E-Mails und vor allem werdet auch kreativ. Am 3. November können wir also entscheiden, ob alles beim Alten bleibt oder ob wir endlich die Berliner Energieversorgung vom Kopf auf die Füße stellen. Ihr könnt auch schon vorher bequem per Briefabstimmung, wenn euch das zu weit ist, ins Wahllokal zu latschen, abstimmen. Auf der Demo laufen eine Reihe von Leute rum, die die entsprechenden Kärtchen verteilen. Wir alle gemeinsam treten ein für eine neue Stadtpolitik von unten. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir heute alle gemeinsam auf die Straße gehen. Das müssen wir mit verschiedenen anderen Mitteln unbedingt fortsetzen. Für eine demokratische, ökologische und soziale Energieversorgung in Berlin. Aber auch für bezahlbare Mieten, gegen Zwangsumzüge, für eine Stadt von unten. Und nicht vergessen, am 3. November wählen gehen. Es gibt mit Sicherheit schlechtere Gründe, auch mal ein Kreuzchen zu machen. Hab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und noch weiterhin eine wunderbare, kraftvolle Demo. Danke. Danke an den Energietisch. Sagt euren Mitbewohnern, euren Nachbarn Bescheid, 3. November. Nicht nur für eure niedrigen Betriebskosten, sondern auch für ein Stromnetz in Selbstverwaltung.